Willkommen im Basic-Video zu Textaufgaben zum Deltoid. Bevor wir mit der Textaufgabe anfangen, hol dir noch schnell ein paar Zettel und einen Stift. Pausiere dazu das Video. Machen wir noch einen kleinen Sicherheitscheck. Wiederhole dazu die Flächenhalsformel für das Deltoid und schreibe sie dir auf. Stoppe dazu wieder das Video. Hast du auch E mal F halbe aufgeschrieben? Super! Falls nicht, dann schau dir lieber noch das passende Video davor an. Die Längen- und Flächenmaße sollten wir vielleicht auch nochmal wiederholen. Löse dazu die folgenden Umrechnungsbeispiele. Stoppe auch jetzt wieder das Video. Hier siehst du nun meine Lösungen. Vergleiche deine damit. 1,7 Dezimeter sind zum Beispiel 0,17 Meter, da wir durch 10 durchdividieren müssen. Ich hoffe, es stimmen all deine Rechnungen. Falls nicht, schau dir vielleicht das Video von Coach Tobias zu Längen- und Flächeneinheiten nochmal an. Na gut, lass uns in die Textaufgabe starten. Lies sie dir leise durch. Gut, nun lass sie uns gemeinsam nochmal lesen. Lies dabei laut mit, das hilft beim Verstehen. David und seine Schwester Lea haben sich aus Holzstäben und Papier Drachen gebastelt. Davids Stäbe sind 3,2 Dezimeter und 2,4 Dezimeter lang. Leas Stäbe sind 41 cm und 18 cm lang. Nun behauptet Lea, mein Drache fliegt sicher besser, weil er größer ist. Stimmt Leas Behauptung? Lass uns am Anfang eine Skizze zeichnen. Zeichne also für beide Drachen eine Skizze und markiere dir, welche Längen wir gegeben haben. Stoppe dazu das Video. Meine Skizzen schauen so aus. Ich hoffe, deine schauen so ähnlich aus. Falls nicht, dann probier es einfach noch einmal. Lea hat zwar einen längeren Stab, aber muss deswegen auch der Flächeninhalt größer sein? Rechnen wir es uns aus, um es herauszufinden. Stoppe dazu das Video. Zeige dir nun meine Lösung. AD ist der Flächeninhalt von Davids Drachen. Dazu rechnen wir 3,2 mal 2,4 durch 2. Das ergibt 3,84. Die Einheit davon sind Quadratdezimeter. Flächeninhalt von Leas Drache ist 40 mal 18 dividiert durch 2. Das sind 360. Lea hat Zentimeter verwendet, also brauchen wir Quadratzentimeter. Um die zwei Flächeninhalte jetzt zu vergleichen, sollten wir auf eine gemeinsame Einheit umrechnen. Tu das und stoppe dazu das Video. Hast du dich für Quadratzentimeter entschieden? Dann musstest du Davids Flächeninhalt auf 384 Quadratzentimeter umrechnen. Wolltest du aber Quadratdezimeter haben? Dann musstest du Leas Flächeninhalt auf 3,6 Quadratdezimeter umrechnen. Wir können also nun jeweils die blauen oder die grünen Werte vergleichen. Was fällt denn hier auf? Formuliere mit dieser Erkenntnis nun den Antwortsatz. Pausiere wieder das Video. Mein Antwortsatz lautet so. Leas Drache ist zwar länger, aber Davids Drache hat den größeren Flächeninhalt, also stimmt Leas Aussage nicht. Gehen wir nochmal durch,
welche Schritte wir gemacht haben. Als erstes haben wir das Problem erkannt, dass wir den Flächeninhalt ausrechnen müssen. Danach haben wir eine Skizze gemacht. Das heißt, wir haben die Angabe in eine Zeichnung verwandelt. Danach haben wir uns den Flächeninhalt beider Drachen ausgerechnet, also die nötige Berechnung durchgeführt. Als letztes haben wir noch einen Antwortsatz formuliert, weil wir gesehen haben, dass Leas Aussage widerlegt wurde. Ich hoffe, du konntest die Aufgabe mit mir gemeinsam gut lösen. Im Mastery-Video kannst du weitere Aufgaben zum Deltoid bearbeiten. In den anderen beiden Basic-Videos kannst du Aufgaben zu zusammengesetzten Figuren oder zum Trapez bearbeiten. Bis zum nächsten Mal!